Abend miteinander. Freut mich, dass ihr wieder mit mir eine weitere Faszien-Yoga-Stunde praktizieren möchtet. Wir werden heute so ein bisschen über die Beine in den unteren Rücken gehen, auch so ein bisschen das Becken ausrollen und ausklopfen und ausdehnen, sodass ihr vielleicht nach dem langen Sitzen im Homeoffice heute wieder gut schlafen könnt und morgen besser sitzen könnt. Ihr braucht dazu eine Blackroll, wenn ihr eine habt, oder die Faszienbälle, könnt auch wieder zwei Tennisbälle nehmen. Ihr könnt auch den großen Ball beibehalten. Wir werden am Schluss noch die Knie ausrollen, wenn wir Zeit dafür haben. Und dafür brauchst du einen kleinen Ball. Es kann auch ein Golfball sein oder ein kleiner Igelball. Du kannst es aber auch mit dem Tennisball machen. Und bevor wir beginnen, möchte ich noch euch wieder die Muskeln zeigen, die wir ausrollen, damit ihr so ein bisschen euch besser vorstellen könnt, wohin, dass ihr die Bälle legen müsst und was ihr ausrollen müsst. Den ersten Muskel, den wir, oder einer der Muskeln, den wir behandeln, ist der Iliopsoas. Ich schaue mal, ob ich euch das zeigen kann. Der geht von 12. Brustwirbelsäule über die Lendenwirbelsäulen, über das Becken, also quasi über das Schambein hinaus und setzt sich innen am Oberschenkel an. Dieser Knochen wird auch viel Muskel, wird auch viel Stressmuskel genannt, weil der spannt sich an bei Stress. Und früher konnte man ja den Stress loslassen, indem man davonrannte. Heute bei Stress zieht er sich zusammen, zieht sich zusammen und ein zu fest zusammengezogener Muskel kann dir Probleme im unteren Rücken, im Lendenwirbelbereich machen, weil er kippt dich dann so wie in ein hohles Kreuz und du hast sehr viel Druck im Lendenkreuzbeinbereich. Was er auch machen kann, ist, er zieht bis nach unten in deine Knie und du kannst auch Knieprobleme haben. Diesen werden wir heute so ein bisschen in Angriff nehmen. Dann den anderer Muskel ist der Tensor. Der ist beim Beckenkamm angemacht und der geht hinunter bis in dein Schienbein. Wir rollen aber nur diesen oberen Drittel aus, weil das untere ist eigentlich nur eine Sehne und das sollte man nicht ausrollen. Also wir werden heute so ein bisschen in die Seite gehen. Wenn dieser Muskel zu fest angespannt ist, kann das so Druck im Hüftgelenk machen und auch, wie du sicher vorstellen kannst, da er über die Kniescheibe geht, auch Probleme in deinem Knie. Und der letzte wichtige Muskel ist der Piriformis. Er setzt hier beim Kreuzbein ein und geht eigentlich hinter deinem Rücken durch und setzt da auf dem Oberschenkelknochen so ein bisschen, hat er so wie ein kleiner Hügel, da oben setzt dieser Muskel an. Und auch der kann Rückenschmerzen, Kreuzbeinschmerzen auslösen. Und wir werden uns heute mit diesen Muskeln befassen. Wir beginnen heute in einer Rückenlage und machen zuerst so richtig die Faszien wässrig, durchlässig. Dann werden wir sie zuerst ein bisschen ausdehnen, die Muskulatur, nachdem sie gut gesaftet ist, die Faszien. Und dann werden wir noch mit den Bällen die Faszien so ein bisschen ausrollen. Begib dich in eine bequeme Rückenlage. Stunde an. Schließe ein bisschen für einen Moment die Augen. Fühle ein bisschen nach, wie du dich heute in deinem Körper spürst. Vielleicht warst du im Homeoffice, vielleicht bist du immer noch in den Skiferien oder hast sonst draußen noch ein bisschen gespaziert am Morgen. Schau mal, wo du die Körper so ein bisschen Verspannungen hast. Wo du Enge hast, im Becken, unteren Rücken und in den Beinen. Und dann
stellst du die Füße auf und wir beginnen wieder mit dem Fußgelenk, mit dem Zehengelenk. Ja, viele von euch kennen die Übung ja schon. Du hältst dich hinter dem Bein fest, du streckst das Bein, zieh es in eine angenehme Distanz zu dir hin, flexst den Fuß und dann spreizt die Zehen, fächere sie nach oben aus und dann krallst du wieder zusammen. Du fächerst und krallst. Und machst das relativ zügig. Wenn dir die Kapalabhati-Atmung geläufig ist, kannst du diese Bewegung mit einer Kapalabhati unterstützen oder du atmest einfach für dich ein und aus. Ein Brennen, vielleicht im Unterschenkel, Kniegelenk in den Zehen. Bleib einfach möglichst dran, bleib wirklich gelassen in dieser Übung und dann atme alles aus, entspann den Fuß. Atme tief ein, senk das Bein ab, zieh die Leiste ganz lang, nimm das andere Bein zu dir hin und komm in ein kleines Curl. Halt den Atem an und wenn der Impuls für die Ausatmung kommt, atme aus, stell das Bein auf und streck das andere Bein aus. Auch hier angenehme Distanz zu dir hinsetzen, sodass du eine gute Dehnung in deiner Beinrückseite hast. Flex den Fuß, fäche die Zehen und beginn wieder zu krallen und zu fächern. Mit einer normalen fließenden Atmung oder wenn du dir es geläufig ist, Kapalabhati, die Schnauzatmung. Bleib dabei, auch wenn die Koordination langsam nachlässt. Du bleibst dabei, hinter den süßen Schmerz. Achte darauf, dass du nicht zu fest die Fußgelenk mitgehst, sondern wirklich nur in den Zehen. Dann atme alles aus, entspann den Fuß. Atme tief ein. Am Ende der Einatmung senkst du das Bein ab, nimm das andere als Päckchen zu dir hin. Bleib in der Atemfülle, bis der Impuls für deine Ausatmung kommt. Dann stell den Fuß ab und streck das erste Bein wieder nach oben aus. Wir gehen ins Fußgelenk, indem du den Fuß flexst und pointst. Und auch dies relativ zügig macht. Wenn es dir geläufig ist, kannst du die Bewegung mit einer Feueratmung begleiten oder du lässt den Atem wieder fließen, so wie er für dich kommt und geht. Bleib dabei. Kiefer entspannt, Schultern entspannt, die Bewegung ist nur in einem Fußgelenk. Streck das Bein lieber, zieh es wieder zu dir hin. Bleib dabei. Atme dann alles aus, entspann den Fuß. Atme noch was tief ein. Und ausatmen, senk das Bein ab. Nimm das andere wieder als Päckchen zu dir hin. Diesmal bleibst du in der Atemleere, bis dein Impuls kommt für die Einatmung. Dann beug das Bein und streck das Bein wieder aus. Flexst du den Fuß wieder und dann beginnst du wieder. Point flex. Lass den Atem fließen oder wenn du willst mit einer Feueratmung begleiten. Feueratmung ist aktiv durch die Nase aus, aktiv durch die Nase ein. Noch ein bisschen, auch alles, was sich dir zeigt.
Entspann dich in den Schmerz hinein, bleib gelassen. Dann entspann den Fuß, atme alles aus. Atme nochmals raumreifend ein. Atme alles aus, senk den Fuß ab in den anderen Aspekten. Bleib wieder in der Atemlehre, entspann dich in der Atemlehre. Und wenn der Impuls für die Einatmung kommt, streckst du das Bein wieder nach oben aus. Und wir bleiben noch im Fußgelenk. Und zwar drehen wir jetzt den Fuß. So weit es geht, nützt wirklich die ganze Drehbarkeit in deinem Fußgelenk aus. Und mach dies ganz langsam und genüsslich. Du kannst hier auch wieder den Atem fließen lassen. Oder diejenigen, die schon länger bei mir Yoga machen, eine Ujjayi-Atmung, die siegreiche Atmung, dieser Reibelaut im Kehlkopf, eine lange Einatmung, eine gelassene Atempause in der Atemfülle, eine ganz lange Ausatmung, länger als deine Einatmung. Eine gelassene Atempause in der Atemlehre und dann wieder eine tiefe Einatmung. Wechsle auch mal die Richtung, bleib bei deiner Atmung. Mach die Bewegung sanft und genussvoll. Hier den Fuß, senk den Fuß ab, wenn du tief eingeatmet hast. Bleib in der Atemfülle und wechsle ein paar Mal deine Beine. Streck die Leiste wirklich lang, beginn schon ein bisschen deinen Psoas auszudehnen. Und wenn der Impuls kommt, dann setz den Fuß ab. Atme aus, streck das Bein. Atme tief ein und dann beginnst du auf dieser Seite dein Fußgelenk genüsslich zu drehen. Mit einem Ujjayi-Atem oder einfach mit einem ruhigen Ein- und Ausatmen. Streck auch hier das Bein gut durch. Zieh es in eine angenehme Distanz zu dir hin. Und geh wirklich in die ganze Drehbarkeit deines Fußgelenkes hinein. Die Füße sind meistens immer im Schuh und werden gar nicht mit ihrem ganzen Potenzial ausgenutzt. Dann wechsle die Seite. Atme nochmals tief ein, ausatmen, senk ab und in der Atemlehre wechselst du jetzt ein paar Mal deine Beine. Und wenn die Einatmung kommt, nimm beide Beine als Becken zu dir hin und spür so kurz deinen Füßen, in deine Füße hinein, die sich jetzt anfühlen. Unsere Füße, auf denen wir eigentlich den ganzen Tag stehen, schenken wir meistens ganz wenig Beachtung. Aber eigentlich sind sie, die unser ganzes Gewicht den ganzen Tag tragen. Dann streck die Arme, halt dich vorne an deinen Kniescheiben fest. Der Rücken bleibt auf dem Boden. Wenn du ein bisschen Probleme im Unterdrücken hast, dann schieb den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule und leg so wie bis in das untere Becken in die Matte hinein.
Und dann beginnst du mit den Beinen zu zappeln. Lass die Füße noch locker. Gib den Fersen so richtig auf den Popo. Atem fließt. Dann flex mal die Füße. Und entspann die Füße nochmals. Kniegelenken, vielleicht knackt und knotscht es da. Und dann stopp die Bewegung und nimm die Beine nochmals die Päckchen zu dir hin, Appanasana, spüre die Knie nach. Und dann gehen wir in die Hüftgelenke. Du schiebst das rechte Bein nach vorne, das linke nimmst du zu dir hin. Und jetzt kreist du außen herum mit den Beinen. Du ziehst jetzt wieder das rechte zum Oberkörper und schiebst das linke außen herum nach unten. Und jetzt schiebst du die Beine wieder aneinander vorbei. Du gehst außen herum, wechselst du die Position. Du kannst es auch mit deinem fließenden Atem begleiten. Oder wenn es dir geläufig ist, mit deinem Ujjayi. Wechsel zwischendurch auch mal die Richtung. Langer Einatmen, gelassene Atempause. Ein viel längerer Ausatmen. Lass alles gehen, lass alles los. Gelassene Atempause in der Atemlehre. Und dann wieder einen Raum greifen in der Tiefe ein. Immer wieder mal die Richtung wechseln. Und dann nehmen wir beide Beine das Päckchen zu dir hin. Setz dann die Füße vor dir hin. Lass die Beine ausgleiten und setz mattenbreit hin, etwas auseinander. Wir bleiben noch in Hüftgelenke, indem wir eine Innenrotation und eine Außenrotation mit den Beinen machen. Die Füße sind geflext und die wischen wie so Scheibenwischer vor dir von einer Seite zur anderen. Mach dies auch relativ zügig und lass deinen Atem fließen. Schüttle deine Beine so richtig durch. Gut vorbereitet sind auf die Dehnung und das Ausruhen. Und dann stoppst du die Bewegung, spür mal der Lebendigkeit und der Schwere deiner Beine nach oder was sich bei dir auch immer zeigt. Dann stell die Füße auf. Wir klopfen noch unser Becken aus, unser Iliosakralgelenk, das zwischen Kreuzbein und Beckenschaufel links und rechts ist. Ist meistens auch so ein bisschen verspannt oder eben vom Piriformis zu fest an das Kreuzbein gezogen. Mit so einer Klopfübung kannst du es lockern, sodass der Ischiasnerv wieder frei und gut fließen kann. Du hebst dabei das Becken an und klopfst es auf die Erde. Du kannst das ganz schnell und fein oder langsam und fein machen. Oder wenn dein unterer Rücken heute etwas mehr braucht, kannst du es auch von höher richtig auf die Matte klopfen. Schau, was deinem unteren Rücken jetzt gerade gut tut. Du kannst dann abwechseln. Fühle so richtig in deinen unteren Rücken hinein und mach das, was er jetzt gerade braucht. Stopp auch diese Bewegung. Die Fersen in eine angenehme Distanz zu deinem Popo
Und dann rollst du das Becken ein, hebst das Becken und zieh dich hoch in eine Schulterbrücke. Zieh hier mal so richtig den Iliopsoas schon mal ganz lang. Und dann roll dich ganz langsam wieder zurück. Ganze Wirbelsäule zurück auf die Matte legen. Auch dein Kreuzbein sinkt in die Matte hinein. Und dann gleitest du wie so in eine neutrale Position deines Beckens. Und dann kippst du das Becken wieder, schaufle nach oben. Zieh dich Wirbel für Wirbel hoch. Mach dich ganz lang in der Leiste. Und dann schiebst du dich wieder zurück. Mach das noch ein letztes Mal. Den Atem fließen. Gut. Und dann spür mal kurz nach, lass die Beine ausgleiten. Wie sich dein unterer Rücken, Beine, Füße und all die Gelenke jetzt anfühlen. Dann nimm die Beine wieder als Päckchen zu dir hin, Apanasana. Und dann schaukelst du dich langsam hoch in einen Sitz. Und du kommst langsam in eine stehende Position. Gut. Und wir dehnen zuerst den Tensormuskel her, der so ein bisschen hier da sitzt. Wo du die Hosentascheneingriffe hast. Da befindet sich dieser Muskel. Dazu setzt du dein rechtes Bein hinter das linke. Ich werde euch wieder spiegeln. Gut geerdet die Füße. Zieh den rechten Arm hoch. Und dann schiebst du das Becken weit nach außen, sodass wirklich dieser Muskel, der ja am Beckenkamm ansetzt, bis zu deinem Schienbein nach unten geht, dass du den richtig nach außen schiebst. Atem fließt, dehn ihn aus. Dann lass die Dehnung etwas lockerer, schieb dich etwas zurück. Und jetzt stellst du dir vor, du hast dein Gummiband unter deinem Fuß und hältst es oben an der Hand fest. Und jetzt spannst du dieses Gummiband aus. Die Hand fließt nach oben, die Hüfte zur Seite. Das Gummiband dehnt sich über deine ganze Flanke, dein ganzes Bein aus. Atem fließt, schau mal, wo deine Zunge ist. Drück sie nicht in den Gaumen, lass sie entspannt. Löse wieder. Und nochmals, spann das Gummiband und bleib für tiefe Atemzüge in dieser Dehnung. Atme in den Muskel hinein. Deine Hosentasche hinein. Dann löse wieder. Und ein letztes Mal. Dehn dich. Dann löse auf. Den Arm zurück. Und stell den Fuß neben den anderen. Und spür kurz nach, wie sich deine rechte Seite gegenüber der linken anfühlt. Und dann setzen wir das linke Bein hinter das rechte, gut geerdet. Nimmst den Arm wieder hoch und du lehnst dich wieder zur linken Seite. Gut. Dann komm zurück und du spannst wieder dein Gummiband vom Fuß zum Arm, spann es über die Hüfte, zieh den Muskel lang, atme tief in den Muskel hinein, in deine Hosentaschen hinein, wenn du nicht mehr so sicher bist, wo er ist. Da ist die Gegend, die du dehnen und entspannen sollst. Und löse nochmals. Spanne nochmals.
das Fuß in die Erde drücken, Hand nach oben ziehen, Hüfte sinken, aber links sinken. Atme in die Hosentasche hinein. Und komm wieder zurück. Gut. Und noch das Fuß in die Matte. Lehn dich zur Seite. Löse langsam auf und spüre jetzt beide Seiten nach, sollten jetzt beide schön langgezogen sein. Entspanntes Becken, eine Spannung in der Hüfte. Und dann gehen wir in eine sitzende Position. Und du kannst dies machen, indem du ganz langsam nach unten rollst. Auf den Boden setzt, die Beine beugst und dich hinsetzt. Schau, dass du so gut auf der Matte bist, dass du hinten ganz Platz hast auf der Matte. Und dann rollen wir uns in eine Rückenlage. Gut. Dann stellst du die Außenkante deiner Füße und die Außenkante deiner Matte. Und jetzt bleibt das rechte Bein oben, während das linke, ich habe dich gespiegelt, zum Fuß hinunterfällt. Und jetzt dehnst du nochmal diesen Tensor. Atem fließt. Arme kannst du in ein T oder neben den Körper legen, wie du möchtest. Und schau, dass das Knie oben bleibt, dass es nicht zur Seite wegrutscht. Dass du wirklich eine gute Dehnung auf der Seite hast. Tiefes Ein- und Ausatmen. Und wenn du so ein bisschen Enge oder Spannung spürst, so ein Eingriff deiner Hosentasche, dann atme da mal da hinein. Stell dir wieder vor, du machst deinen Luftballon ganz weit, du lässt ganz viel Weite an diesem Ort entstehen. Und ausatmen, entspann dich da hinein. Wieder auf. Und dann lässt du dein rechtes Bein zum linken Fuß fallen. Achte darauf, dass das Bein nicht wegkippt. Atme in die Linie des Eingriffes deiner Hosentasche hinein. Einatmen, Weite entstehen und beim Ausatmen entspannen. Lass los. Und dann löse langsam auf. Lass die Knie zueinander fallen. Unser Rücken schmiegt sich in die Matte und spür kurz den Seiten nach. Und wir werden nun diesen Muskel ausrollen. Du kannst dich so ein bisschen in eine Seitenlage begeben. Du kannst dies entweder mit der Rolle machen oder mit dem Ball. Wenn du keinen Ball hast, nimm wirklich die Rolle. Und dann platziere ihn so da, wo bei der Jeans die Hosentasche so anfängt, du so hineingreifst. Du kannst das Fuß nach vorne setzen, sodass du wirklich ein bisschen nach vorne gekippt bist. Und dann gehen wir wirklich nur in einen Drittel des Oberschenkels, weil der Rest ist ja nur eine Sehne, der zu deinem Schienbein geht. Und er beginnt beim Beckenkamm. Also wenn du das so spürst, dann spürst du da, wo dein Becken ist. Und jetzt rollst du mal mit dem Ball ganz achtsam hoch und tief über diesen Muskel hinweg. Du kannst auch das Gewicht etwas nach vorne, nach hinten verlagern.
und mach die Bewegungen langsam. Seite noch ausrollen können, den Ball wieder platzieren und dann wieder langsam hoch und tief rollen. Mach das wirklich langsam und spür vielleicht auch so ein bisschen, wo habe ich so eine Verhärtung, eine Verfilzung, Faszien. Muskel darunter so ein bisschen eine Entspannung. So einen Triggerpoint oder Triggerpoint besser gesagt findest, dann schmelzt auch da mal so ein bisschen hinein. Gib das Gewicht ab für 3-4 tiefe Atemzüge. Lass den Faszien Zeit, das Wilste aufzulösen. Und dann bewegst du dich wieder ganz. Gut, dann kannst du dein Rollgerät zur Seite legen, in einen Sitz kommen. Der dahinter sitzt. Stell ein Bein auf und setz das eine Bein auf deinen Oberschenkel. Du kannst dich auch hinten etwas weiter abstützen, das Bein zu dir hinnehmen und dich vorschieben. Gut. Knie schaut nach außen und dann wiegelst du das Bein einfach mal so hin und her. Stoppst du die Bewegung, löse das Bein, schieb dich wieder etwas weiter nach hinten, setz den anderen Fuß auf den Oberschenkel, schieb das Bein wieder zu dir hin, zieh dich hier lang und dann wiegelst du das andere Bein etwas hin und her. Stehen lassen, deinem Kreuzbeinbereich. Gut, dann stoppst du auch hier die Bewegung und dein Piriformis kannst du gut ausrollen. Die Faszien, die da rumherum sitzen, und deinen Popomuskel. Du kannst dich jetzt auf den Ball setzen, so da wo dein Sitzbeinknochen ist, und dann lass einfach mal dich in den Sitzbeinknochen sinken. Und dann drehst du ganz langsam um diesen Sitzbeinknochen herum. So kleine Kreise. Mal die Richtung. Gut.
Und wenn du eine Rolle hast, kannst du auf der Rolle sitzen und einfach über die Rolle so ein bisschen vor- und zurückgleiten, über den Sitzbein. Entschuldigung. Und dann kannst du mit Rolle oder Ball ein bisschen ganzen Popo-Muskel ausrollen. Und du rollst dich dabei immer so ein bisschen mehr nach außen, auch dein Gewicht verlagern. Und meistens hast du da ganz viele Stellen, die etwas schmerzhaft sind. Wenn du so eine Stelle gefunden hast, bleib da. Schmelz in diese Stelle hinein, gib das Gewicht ab. Atme so 3 bis 5 Mal tief da hinein. Und denk wieder daran, bei einer Schmerzskala von 1 bis 10 gehen über den Schmerz 8 hinaus. Oder du kannst es auch mit der Atmung kontrollieren. Wenn du nur noch so am Schnappen bist, dann ist es zu tief drin, dann löst den Druck etwas, sodass der Atem wieder ganz relaxed fließen kann. Und zwischendurch kontrolliere auch wieder mal, wo ist meine Zunge? Drücke ich sie vor lauter Anstrengung in den Gaumen hinauf, dann entspann sie und leg sie in den Gaumenuntergrund oder in den Gaumengrund, sodass du keine Verspannung im Nacken nachher hast. Sitzbeinknochen und sinkst zuerst wieder, schmilzt wieder über den Ball hinweg, gib das Gewicht ab oder lass dich in die Blackrolle hineinsinken. Und wenn du einen Ball hast, dann machst du jetzt kleine Kreise und wenn du auf der Blackroll sitzt, dann gehst du einfach ganz sanft vor und zurück. Atem fließt, schau wieder, dass er ruhig ein- und ausatmen, fließen kann. Andere Seite. Und dann geh auch hier wieder so über deinen Popo-Muskel hinweg in die Seiten hinein. Mach dich auf die Suche. Verfilzte Faszien hast. Ich nehme jetzt ein bisschen den Rücken zu. Ich auch auf die Suche verklebten Stellen, dass du mich auch da hineinsinken. Atme, entspanne mich. Wasser aus den verfissen Faszien heraus, sodass sie sich nachher wieder mit frischem Wasser, Zellwasser füllen noch den Iliopsoas dehnen. Und zwar legst du dich dazu wieder in eine Rückenlage. Lass dann ein Bein aufgestellt und streck ein Bein nach oben aus. Streck das Bein richtig gut, schieb den Fersen nach oben.
Und jetzt lässt du das Bein nach unten sinken. Der Ferse zieht weit nach vorne, als ob dich jemand am Bein nach vorne zieht. Setz es nicht ganz ab, lass es schweben und schieb den Fersen immer weiter weg, sodass du viel Länge in deinem Hüftgelenk hast, sodass dieser Iliopsoas richtig gedehnt und gestreckt wird. Atem fließt, Ferse schiebt nach vorne. Du kannst auch so ein bisschen vorstellen, ich schiebe meinen Hüftkamm nach oben und die Ferse nach unten. Lass Weite entstehen in deinem Hüftgelenk. Und dann löse auf und stell den Fuß hin. Und dann machst du dasselbe mit den anderen Beinen. Streck es gut nach oben aus, flex den Fuß, schieb das Bein nach unten, weit, weit, weit nach vorne, schieb, 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 schieb. Zieh es lang. Jemand zieht liebevoll an deinem Fuß. Und du schiebst aber das Becken nach oben. Lass die Länge entstehen. Atem fließt. Gut. Und dann steht das Bein wieder auf. Jetzt habe ich zwei Optionen für Dehnung des Iliopsoas. Und gleichzeitig wird auch nochmals der Piriformis, der hinten ist, gedehnt. Wenn du Knieprobleme hast, dann mach es so, dass du das Bein wieder wie vorhin im Sitzen über den Oberschenkel legst, Nadelöhr greifst und dich so dehnst. Wenn du keine Knieprobleme hast, kannst du in die Taube kommen. Das heißt, du setzt einen Fuß nach vorne und schiebst das andere nach hinten. Jetzt schau, dass du nicht auf die Seite wegsitzt, sondern dass du wirklich hier gerade bleibst. Und sonst geh lieber ins Nadelöhr-Stretch hinein. Und dann legst du dich über den Ober-Unterschenkel und ziehst dich richtig lang. Schieb deine Leiste hier auf der hinteren Seite in den Boden hinein. Dehnst du hier den Piriformis. Und auf der Seite, wo das Bein ausgestreckt ist, weit nach hinten geht, deinen Iliopsoas. Atem fließt. Und auch hier, wenn du irgendwo enge spürst, immer daran denken, beim Einatmen blase wie ein Ballon auf, gib dieser Stelle Weite. Und ausatmen, entspann dich ganz bewusst an diesem Ort hinein. Langsam auf, das Bein zurück in den Vierfüßlerstand, schieb den anderen Fuß nach vorne, zieh das hintere Bein lang. Schau, dass du nicht auf den Popo sitzt, sondern dass du dich nach oben ziehst und dann legst du dich wieder übers Bein. Diesmal hast du den Piriformis auf der anderen Seite beim ausgestreckten Bein. Deinen Iliopsoas. Einatmen, weit entstehen lassen. Ausatmen, entspann dich. Den Vierfüßler auf die, die in der Rückenlage sind, drehen sich in eine Bauchlage. Wir gehen nochmals in den Oberschenkel hinein, sodass wir auch den Iliopsoas nochmals so richtig dehnen können. Leg deine rechte Hand vor dir hin und leg deine Stirn auf die Hand. Beuge dein linkes Bein,
greife mit der Hand den Fuß. Dann schiebst du wie dein Becken in die Matte hinein. Dein Schambein drück in die Matte hinein. Und dann zieh, so gut es geht, den Fersen Richtung Popo. Dass du eine gute Dehnung in deinem Oberschenkel, in deiner Leiste hast. Atem fließt. Dann löse langsam auf, wechsle den Arm, wechsle das Bein, greif den Fuß. Bevor du ziehst, leg dein Becken in die Matte, schmieg das Becken in die Matte, schmieg dein Schambein in die Matte und erst dann ziehst du an deinem Fuß Richtung Popo, dass du eine gute Dehnung spürst. Faszienball-Massage machen. Wenn du keine Bälle hast, kannst du deine Fäuste brauchen. Ich zeige dir, sitz mich kurz hin, zeige dir, wo die Bälle ungefähr hinkommen. Und zwar hast du ja hier das Becken, das irgendwann wie so nach vorne abtaucht. Und an diesem Punkt nach innen, also nicht auf dem Becken, sondern da, wo es wieder weich ist, setzt du die Bälle hin. Wir schmelzen nachher da hinein und werden noch eine Übung mit den Beinen machen. Wenn du keine Bälle hast, kannst du auch Fäuste machen und die Fäuste da hinlegen und dich auf die Fäuste legen. Dann hast du den gleichen Effekt. Leg dich an die Bauchlage und platziere dann die Bälle an diesem Punkt. Einen weichen Teil, Becken kam etwas nach innen geschoben. Und dann legst du einfach dich mal über die Bälle hinweg, schmilzt in die Bälle hinein, gib das ganze Gewicht ab. Das ist eine wunderbare Übung, die die Faszien entspannen lassen. Faszien gehen ja nicht nur von oben nach unten und von links nach rechts, sondern gehen auch durch deinen Körper hindurch. Und mit dieser Bewegung oder mit dieser Übung kannst du die Faszien wirklich lösen, Verklebungen lösen, weil du vielleicht verfilzte Faszien in diesem Bereich hast, der deinen Unterrücken nach vorne zieht und dir Spannungen im Unterrücken gibt. Schmilz in die Bälle hinein, leg die Hände übereinander und leg die Stirn auf die Hände. Und jetzt nimmst du mal bei einem Bein wie das Knie weg, streckst es so richtig aus und sink in den Ball hinein, beide Bälle hinein. Dann löse wieder, leg die Knie ab. Und dann nochmal, sink in die Bälle hinein, löse die Knie. Hast du noch etwas mehr Druck? Atem fließt. Setz die Knie wieder ab. Nimm den Druck weg, entspann den Po. Spann den Po wieder etwas an, schmilz in die Bälle. Und jetzt machst du nur mit dem linken Bein Knie weg und dann hebst du das Bein etwas an. Sink in diesen Ball hinein. Und leg das Bein wieder tief. Mach es mit deinem anderen Bein. Zuerst das Knie lösen und dann das Bein leicht anheben. Schmilz in den Ball hinein. Achte darauf, dass der Druck nur so groß ist, dass du noch gut atmen kannst, keine Schnappatmung. Wieder tief. Wir werden jede Seite noch einmal machen. Knie heben, Bein heben,
Zink schmilzt in den Ball hinein. Und sinkt das Bein. Letztes Mal anderes Bein. Knie heben, Bein heben, schmilzt. Gib Druck ab, gib Gewicht ab. Leg das Bein tief, heb den Po etwas an, nimm die Bälle weg, bleib in der Bauchlage, schüttel dich so ein bisschen im Becken. Wir machen noch eine gute entlastende Übung für deinen unteren Rücken. Wir werden in Baby Krishna fließen, eine ganz leichte Yoga-Übung, eine wohltuende Übung, wenn du immer wieder Spannungen im unteren Rücken hast. Nimm dein Gewicht auf die rechte Seite und schieb dein linkes Bein nach oben. Der Kopf zeigt nach links und jetzt bleibst du einfach so liegen. Atem lass fließen. Alles los, lass dich tief in die Matte sinken. Lass jeden einzelnen Muskel entspannt in die Matte fließen. Dann schieb das Bein wieder zurück, nimm den Kopf wieder mittig. Schaukle dich im Becken so ein bisschen hin und her. Wieg dich selber hin und her. Dann nimmst du das Gewicht nach links, sodass du das rechte Bein nach oben ziehen kannst. Leg dich auf die rechte Seite und dann entspann dich wieder in die Matte hinein. Gib dein Gewicht ab. Seite ab, schieb dich nach oben, komm ganz kurz in Child Position, kannst die Knie etwas auseinandernehmen, sodass du wirklich dich tief entspannen kannst. Wenn du möchtest, kannst du auch die Arme nach hinten nehmen, sodass du die Schultern richtig hängen lassen kannst. Atem fließt. Langsam hoch in einen Fersensitz und dreh dich in einem Sitz deiner Wahl zu mir. Zieh dann die Arme der Seite hoch, schließ die Manjali Mudra, senk sie ab vor dein Herz, leg Daumen auf dein Brustbein ganz sanft, sodass du in Kontakt mit dir selber bist. Senk deinen Kopf für einen Moment, verbinde Kopf mit Herz, Verstand, mit Gefühl und nimm dich selber an, so wie du bist. Dann hebe den Kopf wieder, schenk dir ein süßes, bezauberndes Lächeln, bedank dich bei dir selber, dass du dir Zeit genommen hast für die Faszien-Yoga-Stunde und ich bedanke mich bei euch. Namaste. Und ich wünsche euch einen ganz schönen Abend. Ich hoffe, ihr könnt ganz entspannt, ohne Spannungen im Hüft- oder unteren Rückenbereich einschlafen. Ich wünsche euch ein ganz schönes Wochenende und hoffe, ich sehe euch nächste Woche wieder
Dienstag 9 Uhr Chi-Yoga-Stunde, Mittwoch 9 Uhr Pilates-Stunde oder am Donnerstagabend wieder abends um 7:30 zur Faszien-Yoga-Stunde. Danke fürs Mitmachen. Wiedersehen. Tschüss.